bedeutendste Theaterpreis im deutschsprachigen Raum wird hier heute in Bensheim verliehen. Der Gertrud-Eisold-Ring und der Kurt-Hübner-Regiepreis. Beide Preise gehen an junge Talente, die die Theaterwelt mit ihren schauspielerischen Leistungen und mit ihren Inszenierungskünsten begeistert haben. Vom Jäger und Sammler zum Smartphone-Nutzer. Die Menschheit lebt heute in einer radikal anderen Welt wie vor vielen Jahren. Das kann zu verheerenden Denkfehlern führen. Rolf Dobellis Präsentation Die Kunst des klaren Denkens bei der Vortragsreihe Lebenskunst zeigt dem Zuschauer, wie man solche Denkfallen vermeidet. Die Teilnahme an einer Castingshow verspricht heutzutage kaum mehr nachhaltigen Erfolg. Bei einigen Teilnehmern von Voice of Germany sieht das anders aus. Was zaubern Sie heute für unsere Gäste? Na gut, wir machen so Kleinigkeiten. Was bevorzugen Sie eigentlich? Ein Spiel mit der deutschen Basketballnationalmannschaft oder ein Besuch im Nationaltheater? Das ist jetzt eine gemeine Frage. Die haben Sie mir bewusst gestellt. Sie wissen, ich bin alter Basketballer. Die Band Amokoma aus Mannheim. Hallo zusammen. Nein, wir sind heute nicht in der Disco. Wir sind beim Breakdance Battle im Café Zentral in Weinheim. Gibt es irgendeine Rolle oder einen Charakter aus Ihrem Lieblingsbuch, die Sie unbedingt mal spielen wollen? Ich würde mal gerne einen feingliedrigen, hochsensiblen, homosexuellen Pfarrer spielen. Das Drehbuch muss, glaube ich, noch geschrieben werden, oder? Muss noch erfunden werden, ja. Eine Liebeserklärung. Für wen? An den Frühling. Trotz nasskaltem Wetter war die Stimmung heiß beim Nightproof in Weinheim. Auch in Zeiten von YouTube und Smartphones. Ein Theaterabend ist und bleibt etwas Magisches. Besonders bei solchen Ausnahmetalenten wie Constanze Becker und Rudolf Frey, die Gewinner des Gertrud-Eisold-Rings und des Kurt-Hübner-Regiepreises. Bis zum nächsten Mal, das war Ihre Simone Wolf aus Bensheim.